Wenn es mir jemand erzählt hätte, hätte ich es für eine Lüge gehalten. Wächter, dank euch haben wir wieder einen König. Der Rest war auch beeindruckend, aber der Legion geht es vornehmlich um die Klärung der Herrscherfrage. Jetzt können wir die dunkle Brut wieder ordentlich bekämpfen. Kann ich darauf zählen, dass ihr an meiner Seite gegen die Verderbnis antreten werdet? Nein, unser Platz ist hier unten. Wenn ihr die Verderbnis zurücktreiben könnt, werden wir dafür sorgen, dass sie keine Fluchtmöglichkeit mehr hat. Wir sind also indirekt an eurer Seite. Das ist mehr, als jeder andere Oberflächler behaupten kann. Zeigt der Welt, wie gut ihr seid. Ja, das wird dann wohl reichen müssen. Möget ihr euer Bestes geben können, Wächter. Bis zur Umarmung des Steins. Toll. Da ist aber schnell weg hier. Ich muss jetzt hier erstmal den Händler aufsuchen und ich muss noch die Quests abgeben, wenn ich sie überhaupt alle erfüllt habe. Ich hoffe es mal. Adelige. Es ist so schön. Aktuelle Nachrichten. Anhänger des entehrten Lord Balen gehen auf die Straße. Tumult steigt um 10% an. Ja, Tumult. Die können sich mal sonst wohin schieben. Herr Balen ist tot. Da nützt denen ein Aufstand nichts mehr. Die hätten die Balens Leiche nehmen müssen und direkt auf den Marktplatz von denen kicken müssen. Boah, das wäre es gewesen. Hä? Da hätten alle gesehen, scheiße. Selbst wenn wir gegen Harrowmont sind, wir können nichts machen. Ach, warte, wir mussten so einer Händlerin helfen, wa? Aber erstmal was verkaufen hier. Garin. Habt ihr mein Mittagessen gesehen? Ein Stück Flechtenbrot mit einer Scheibe altem Käse und getrockneten Fleischfransen? Nein. Ich frage nur, weil man ja nie weiß, ob nicht jemand Hunger bekommt. Lasst mich eure Waren sehen, bitte. Genau. Die beste überhaupt, wisst ihr? Ich bearbeite das Erz nämlich selbst. Geh dich erschießen, Alter. Der Leser dieses Buches erhält einen Punkt, um ein Talent oder einen Zauber zu steigern. Danach wird es allerdings nutzlos. Der Dorn der Rose Drachenknochen. Das ist allerdings mein nice Teil, wenn ich das mal so sagen darf hier. Starkes Elixier, das kann weg. Das weg. Das sowieso. Weg mit dir. Lyriumstaub, schön und gut. Aber ich brauche dich gerade nicht. Todeswurzel könnte ich eventuell gebrauchen. Zwergischer Streitkolben weg. Stab des Verzauberers brauche ich noch. Ich habe davon alles, was ich brauche. Mühsal. Das behalte ich allerdings noch. Da bin ich mir nicht sicher. Schmiedeherz weg. Weg. Zauber. Resistenz des Novizen, das kann weg. Blitzrune des Meisters kann da bleiben. Novizen kann weg. Verlangsamende Rune des Novizen kann weg. Rubin kann weg. Nee, Diamant kann weg. Rubin kann weg. Saphir kann weg. Amethyst kann weg. Malachit kann weg. Flussspat kann weg. Granat ebenso. Bergkristall endlich weg mit dem Zeug. Leeres Pergament weg. Diese Feuerkristalle, die keine Sau braucht. König Merricks Schild. So, jetzt gucke ich mal, was er im Handel hat. Goldener Spiegel. Poliziertem Glas mit einem Goldraum. Geschenke kann. Ja. Das brauche ich gerade. Ich gucke gerade mal. Hat er Tränke? Oder irgendwie sowas? Nö, hat er nicht. Brauche ich nicht. So. Börjer. Der Börjerwehr. Bodenschnitzerei. Schön drauftrampeln. Ja, und wir haben es geschafft. Oh. Nee. Dagna. Ihr seid zurück? Aber die Reise zum Turm des Zirkels dauert mindestens 2 Wochen und 4 Tage. Das wusste nicht mal ich. Das ist durchaus bemerkenswert. Und ein wenig beunruhigend. Wie komme ich nur darauf, dass die Routenplanung zum Turm des Zirkels zu ihren Lieblingsbeschäftigungen zählt?
Ihr braucht einen neuen Zeitvertreib. Echt mal. Sagt der größte Schandfleck der Kriegerkaste, der stundenlang seinen Bart in billigem Bier badet. Ha! Aber ihr wart noch gar nicht beim Turm, oder? Tja, euer Vater will nicht, dass ihr zum Zirkel geht. Ihr habt mit ihm gesprochen? Natürlich lässt er mich nicht gehen. Er will mich an den Höchstbietenden verschachern. Es ist mir egal, ob ich kastenlos werde. Ich bleibe für immer an der Oberfläche. Warum seid ihr denn so an Magie interessiert? Hier in Orsama gibt es nur Stein und Tradition und noch mehr Stein. Nichts verändert sich. Aber Naturgesetze durch die Kraft des Geistes zu brechen, träumend eine Welt zu durchwandern, in der jeder Gedanke Wirklichkeit wird, was könnte es Schöneres geben? Ich glaube, ich sollte jetzt gehen. Ich werde warten. Alter! Anstatt einfach, naja, Filda. Ihr seid zurück. Bei all der Aufregung wegen des neuen Königs hatte ich nicht erwartet, dass ihr noch an meinen armen Sohn denkt. Wisst ihr etwas über meinen Ruck? Ja, aber ihr wollt es vielleicht nicht hören. Was ist? Ist er tot? Bitte quält mich nicht. Ich fürchte, Ruck ist nach der langen Zeit in den tiefen Wegen verrückt geworden. Verrückt? Oh, mögen die Ahnen ihn retten. Ich habe gehört, dass vermisste Soldaten einander bekämpfen und Fleisch der dunklen Brut essen. Ist das meinem Jungen widerfahren? Warum habt ihr ihn nicht mit nach Hause gebracht? Glaubt mir, ihr könnt ihm nicht mehr helfen. Vergesst ihn. Er ist zu verdorben, um nach Orsama zurückzukehren. Ruck wollte nicht, dass ihr ihn so seht. Ja, das stimmt ja eigentlich. Der gute Junge denkt immer noch an mich. Trotz allem, was er durchgemacht hat. Ich muss zu ihm. Er braucht mich. Oh, er hat sicher große Angst da draußen ganz alleine. Ich danke euch, auch wenn euch mir offenbar nicht zuzumuten war. Nehmt das. Es ist das Meisterstück meines Mannes, sein erster Schild. Ich habe ihn für Ruck aufbewahrt, aber zum Dank sollt ihr ihn haben. So, schauen wir mal. Ein Schild haben wir bekommen. Rucks Schild. Na gut, damit kann ich jetzt nicht so viel anfangen. Quest absolviert. Ich weiß nicht, sollen wir den Brief wirklich zum Verzauberer bringen? Nee, keine Lust. Ihr seid zurück? Aber die Reise zum Turm des Zirkels dauert mindestens... Ja, das kennen wir ja. Aber ihr wart noch gar nicht beim Turm, oder? Euer Vater will nicht, dass ihr... Ihr habt mit ihm gesprochen? Ja. Es ist mir egal, ob ich kastenlos werde. Ich bleibe für immer an der Oberfläche. Ihr solltet dem Wunsch eurer Familie nachkommen. Stimmt eigentlich. So schwer man es auch glauben mag. Aber Familie ist ja schließlich auch wichtig. Auch wenn das eigene Leben wichtiger ist. Aber ich weiß ja nicht, wie die Zwerge sowas hier handhaben. Die sind ja alle so stolz. Nein! Sie machen alles kaputt und wollen, dass ich so werde wie sie. Sie werden es nie verstehen. Okay. Das sollte so jetzt eigentlich nicht laufen. Ihr seid zurück? Ah. Aber die Reise zum Turm des Zirkels dauert mindestens... Okay, das geht also trotzdem noch. Aber ihr wart noch gar nicht beim Turm, oder? Ich bin gerade auf dem Weg dahin. Ich werde warten. Na gut, Also kann man das nicht wirklich absolviert nennen. Okay. Dann soll es halt so sein, dann gehen wir später nochmal auf den Weg zu dieser Dingsgedöns. Aber jetzt gehen wir erstmal zum Lager. So, so, mit dem Boss also, was? Bitte? Ich habe seit Tagen nichts gegessen. Ihr und der Boss, den Hafer gebündelt, was? Ich weiß nicht. Die Fußsteine poliert. Was meint ihr? Am Mitternachtszahn gezapft, wenn ihr so wollt. Wovon redet ihr da eigentlich? Die stöhnende Statue schmieden, das verbotene Pferd besteigen, den Samthut aufsetzen. Denkt ihr euch das alles gerade aus? Nö, hab sie mir aufgespart.
Oh. Scheiße, jetzt habe ich mich sogar ein bisschen... Gebt mir einen Moment Zeit! Ist alles in Ordnung? Natürlich ist alles in Ordnung. Gebt mir nur einen verdammten klitzekleinen Moment. Am Stein, dieser ganze Himmel da oben gibt mir das Gefühl, als würde ich von der Welt fallen. Ihr müsst damit klarkommen, auf uns wartet Arbeit. Schön, ihr seid der graue Wächter. Oh, geil. Scheiße. Herrgott im Himmel, hä? Die haben die geilsten Sprüche drauf, hä? Also, was ist mit deinem Onkel? Tut er das, was du gesagt hast? Psst, nicht so laut. Wer sollte uns denn hören?